Justin ist eine geile Sau. Wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, wer Justin ist einer meiner Cutter und ein mittlerweile von mir sehr in Mitleidenschaft gezogener Mensch, den ich wirklich komplett ausbrenne, bis er im Burnout versinkt. Denn dieses Video wird Samstagmittag aufgenommen und soll noch heute am Samstag kommen. Und ich habe Justin schon vorgewarnt, dass das passieren wird. Justin, du bist der Beste. Ich habe dich ganz doll lieb. Lass gerne für Justin einen Daumen nach oben da. Jetzt missbrauche ich dich sogar noch als Freudendame, dass mein Video mehr geliked wird. Und wir starten heute in die wunderbaren 0% Level rein, Freunde. Und ich suche jetzt direkt mein Level von dem Deutschen. Hier, 1, 2, 3, 4 von Ellie Card. Komm, Ellie, gib Justin ein gutes Video zum Cutten. Ich meine ein Level. Ich bin gut drauf. Ich habe Energie. Ich habe richtig Energie. So, wir kriegen ein Item und mit diesem Item können wir das dann direkt wieder abgeben. Alles klar. So, was passiert hier? Ah, das ist wieder, das ist so ein Fehlersuchen-Level? Nee. Schau mal, hier sind zwei Viecher drin. Ich meine, da ist ein Goomba offensichtlich, ne? Dann ist das hier das richtige Level. Ja, beeindruckend. Oh, da habe ich schon meinen ganzen IQ verbrauchen müssen, Freundin. Oh, Schlangenblöcke, okay, aber nicht so wichtig. Okay, wir haben eine Bombe mit Münzen, und hier zeigt der Pfeil in die andere Richtung. Freunde, wir sind so smart. Es ist unglaublich. Oh boy, okay. Ja, die Ausrichtung des Trampolins. Es ist jetzt, das ist jetzt eines dieser nicht so schweren Fehlersuchlevel. Aber es ist liebevoll gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Jetzt muss ich hier tatsächlich mal genauer gucken. Bin ich jetzt dumm? Hallo, hier der Donutblock. Wow, wow. Okay. Doch, ist schon cool gemacht. Und vor allem ist es sehr, sehr, ich sag mal, idiotensicher gebaut. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr, es wurde darauf geachtet, dass man nicht irgendwie zurück kann, dass man das Level irgendwie cheesen kann. Aber das macht Spaß. Das fühlt sich an, als ob hier richtig viel Liebe in die Gestaltung des Levels gesteckt wurde. Einfach wie es sich spielt, wie es aussieht. Okay. Okay, jetzt kommen sogar noch P-Switch-Jumps. Okay. Das Level nimmt gerade nochmal eine massive Wendung. Och nee. Und ich hätte auch einen Off-Block aktivieren müssen. Oh, das ist jetzt nicht so gut, Freunde. Aber wir können das tatsächlich noch schaffen. Noch ist alles gut. Okay. Ey, das Level war okay. Ich gebe 3,5 von 5 Justins und wir machen weiter. Iggys Piranha-Pflanzenfestung. Kannst du die 3 Zehner-Münzen finden? Oh boy. Star-Coins. So. Okay, das wird wahrscheinlich so ein Level, was so richtig Standard ist. Also mit Standard meine ich einfach so richtig so, wie es Nintendo bauen würde, habe ich das Gefühl. Weil Iggys Piranha-Pflanzenfestung klingt auf jeden Fall danach, als ob das hier in der Superwelt oder so mit eingebaut wurde. Und hier haben wir schon das erste Secret, was auch richtig cool, sag ich mal so, warum habe ich nur das Gefühl, ja, dass hier oben die 10er Münze ist. Ne, dass das hier, das Secret wurde hier richtig schön so angedeutet. Oh, da habe ich Bock. Oh, wow. Okay, der Levelausgang war ein bisschen fies, weil du flüchtest vor dem Knochentrocken und wirst dann einfach direkt von dem Ding gekillt. Ne, von den Piranha-Pflanzen. So. Jawollo, Freunde. Der Panzer hat uns die 2. Coin eingesammelt. Das heißt, wir haben schon mal 2 von 3 Star-Coins und kriegen hier das Item. Also, ich muss wirklich sagen, der Meister hat einen sehr, sehr guten Job dabei gemacht, dass sich das Level wie von Nintendo anfühlt. Das macht sehr viel Spaß. Okay, da oben ist die Star-Coin. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommen soll. Aha, hier mit einem Wirbelsprung zurück. Nein! Oh, aber hier ist eine Tür. Ist das eine Reset-Tür? Das ist eine Reset-Tür. Ey. Ey, das Level spielt sich nice. Wirklich, das macht Spaß. Oh, da ist die Sau. Kriege ich ein Item? Och, nee, ich krieg kein Item. Und jetzt macht ihr hier sogar mit den Piranha-Pflanzen sogar noch hier einen Kampf, der gar nicht so einfach ist, ne? Und ich bin klein, weil ich dumm bin und meine ganzen Items verloren habe. So, aufgepasst. Nein. Oh, Iggy ist so ein ätzender Sohn. Komm schon. Ich will das first tryen. Ich will das first tryen. Please, please. Boah! Okay. Er düst. Jawollo. Jawollo. Yes. Ey, das Level war gut. Das war einwandfrei. Das war leveldesigntechnisch jetzt keine Erleuchtung, aber es hat sich gut gespielt. Ich fand, die Star-Coins waren tatsächlich cool platziert. Es hat sehr Spaß gemacht, die zu suchen. Und es kam sehr, sehr geiler Vibe rüber, als ob man jetzt hier ein offizielles 2D-Mario spielen würde. So, ne? So ein ausgestaltetes. 4,5 von 5 Piranha-Pflanzen. Es hätte noch ein bisschen mehr Deko und sowas sein können, aber alles in allem, großartiges Level. Kann ich mich über nichts beschweren? Bevor ich jetzt die Trollhöhle spiele. Ach komm, wir spielen sie gleich. Let's get salty, du brauchst Geschick und Geduld. Oh nee. Hoffentlich ist es so ein Troll-Level, was aus 3 Trolls besteht und dann ist einfach instant Feierabend. Mach nicht diesen mit mir. So, jetzt düsen wir erstmal hier rüber. So, will ich hier hoch? Let's try this, Freunde. Okay.
Nice. Okay, ja, das war klar, dass das passiert. So, jetzt düsen wir einfach mal hier lang. Okay, ich brauche hier einen Schlüssel. Sag nicht, hier ist jetzt irgendwo ein unsichtbarer Block oder sowas. Mach jetzt nicht diesen. Ist das so ein Troll-Level, was ein cooles Troll-Level sein will, aber dabei ist es einfach nur beschissen? Vielleicht ist hier unten was? Ja. Okay, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Okay, Freunde, wir müssen jetzt von Anfang an umdenken. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Ultra-Hardcore-Troll-Level ist. Aber wir müssen definitiv aufpassen. Wir müssen Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden. Ich glaube, das Troll-Level ist jetzt noch nicht auf so einem hohen Level. Auf so einem hohen Level. Okay, Freunde. Troll-Level-Modus. Wir müssen in den Troll-Level-Modus kommen. Nein, ich werde das nicht aktivieren. Ich werde es nicht aktivieren. Ich werde hier ein bisschen früher hüpfen, um hier dem Trollblock zu entkommen. Ist hier auch einer? Ja, das war klar. Mhm, so, okay, ich bin im Modus. So, ich gehe oben lang. Oh, Bro. Okay, aber ich meine, wir kommen hoch. Okay, hier ist überall Feuer. Das ist jetzt nicht so gut. Aber die hüpfen nur so niedrig, okay. So, hier ist wahrscheinlich auch Feuer, ne? Ja. Das war absehbar. So, ich werde nicht dem Pfeil folgen. Nein, nein! Oh, wir hatten den richtigen Riecher und jetzt lande ich instant. Oh, Schmerzen. Ach nee. Was passiert, wenn ich jetzt hier springe? Ja, da kommt ja Feuer. Na, ist klar, ist klar. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich meine nämlich, dass ich da was gesehen habe. Ja, und wenn wir jetzt nämlich von hier springen. Bitte kein Kaiserblock. Danke. Dann sind wir im Ziel. Ah, okay. Ist noch nichts Besonderes. Ich gebe 2,5 von 5 Trollfaces. So, und jetzt will ich dieses Level probieren. Da muss man ja einfach nur an tausenden Firebars, die ich feierbar finde, ins Ziel kommen. Das ist wahrscheinlich einfach so ein ewig langes Trial and Error, ne? Oh, nee. Tatsächlich nicht. Das Level hat mehr als nur das zu bieten, okay? Wann kommt das Ziel? Wann kommt das Ziel? Da ist es. Zack. Ja, danke auch für den Beitrag. 1 von 5 Firebars. Und wir machen weiter. Okay, Jumping Mayhem. Finde ich, klingt prinzipiell nach einem coolen Namen, aber try and try again als Levelbeschreibung klingt eher nicht nach dem, was ich hören will. Okay. Was ich meine? Wozu brauche ich die Feder? Also das Trampolin. Ich kann so machen. Och, Bro, da stirbt man. Ah, warte. Aber vielleicht muss ich ja. Ja, Freunde, das da. Nein! Ich kann ein Trampolin in einer Klaue hier haben. Aber nein, doch, das klingt sinnvoll. So. Und dann hier hoch. Ja, da unten durch. Freunde, wir haben Fortschritt. Ach du Scheiße. die Frage ist. Ja, ich kann oben auf die Röhre. Let's go! Nein! So, ich muss mit ordentlich Tempo kommen, Freunde. Ja, genau hier hin. So, genau. Alles klar. So, die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hinspringen, ne? Weil ich gefühlt. Ja, werde ich nämlich genau da bouncen. Ich muss. Okay. Muss ich meine Mucke wieder ausmachen. Ja! Okay, komm! Checkpoint! Digga, nee. Ist okay, es ist ein schweres Level. Es ist keineswegs schlecht. Bloß, das ist mir jetzt too much. Da habe ich einfach nicht den Mut heute für. Das ist. Ich möchte heute schöne Level entdecken und wenn das ein schweres Level ist, dann ist das okay. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Aber hier ist ein 20-Sekunden-Speedrun. Das finde ich deutlich interessanter. Bei Speedruns werde ich immer sehr hellhörig. Ah, okay. Das ist leider gar nicht so einfach, der Dunkelheit, ne? Weil du die Kanten nicht siehst. Aber ich meine, es ist ein Darkness-Speedrun, ne? Also dementsprechend weiß man, was man bekommt, wenn man sich hier drauf. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich finde, das ist ein bisschen widersprüchlich, weil in Speedruns musst du ja quasi auf das reagieren, was vor dir passiert. Und in der Dunkelheit, ist das halt sehr, sehr schwer. Ich meine, hier musste man jetzt einfach nur gerade. Also, der Speedrun besteht einfach nur daraus, dass man gerade auslaufen muss. Also, der hat jetzt. Das ist quasi ein Automatik-Level. Das Level ist quasi ein Automatik-Level. Okay, alles gut. Also, ein wirklicher Speedrun ist es jetzt nicht. Also, man setzt am Anfang 4 Sprünge. Und ich glaube, dann läuft man nur noch geradeaus. Ist okay.
Ist okay. Netter kleiner Run. Will mich nicht beschweren. 3 von 5 Sonic. Könnte schlechter sein. Könnte besser sein. War auch noch. Hier ist aber noch mein 40 Sekunden Speedrun. Freunde, die Speedrun-Level landen heute in den 0%-Leveln da. Da will ich mich keinesfalls beschweren. Okay. Hier tauchen einfach... warte, Meister. Ist das auch ein Automatik-Level? Ich spring mal nicht. Ich spring mal einfach nicht. Ja, ja. Okay, da muss ich springen. Boah, okay. So, laufen, 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 laufen. Hier springe ich mal. Und wir gehen in die Röhre. Das wären die ersten 10 Sekunden. Freunde, 40% schon geschafft und jetzt verkacke ich einfach eiskalt den Wirbelsprung. Wow, was ein Anfängerfehler. Ja, so, jetzt sind wir inside. Spinnen, zack, hier unten langlaufen, ne, alles entspannt. Wir müssen hier bleiben, alles klar. Jetzt muss er... what the f... Was? So, ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Nee, da muss ich springen, oder? Und jetzt ist da aber ein Notenblock. Das ist so komisch, Mann. Das ist so komisch. Okay, springen. Einfach springen. Das, und wenn ich jetzt hier runterhüpfe? Okay, 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 da komme ich zu einer Röhre. Ich muss in die erste Lücke hüpfen und dann fliegen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, es normal zu spielen. Ich finde die Levelführung grottig. Wir cheesen das, wir cheesen das. Genau, und ich glaube, unter diesen Notenblöcken könnte tatsächlich eine ganz gute Orientierung sein. Let's go, Freunde, let's go. So, und da landen wir jetzt hier und hier ist das Ziel. Na, haben wir den 40 Sekunden Speedrun mal kurz in 26 gemacht. Es war leider wirklich nicht, leider nicht so ein gutes Speedrun-Level. Ich meine, wenn man es normal gespielt hätte, wäre es bestimmt ganz cool gewesen. Ich gebe 2 von 5 Knuckles. Einfach weil er ein Speedrun-Level gebaut hat und weil sich es prinzipiell okay gespielt hat. Aber er muss noch sehr an seiner Wegführung arbeiten, wie man dem Spieler sagt, was er zu tun hat. So, spielen wir der Weitsprungmeister von Jona Karl. Jona? Ich hoffe, du hast ein gutes Level gebaut. So, wir klettern einen Baum hoch. Ah, okay, und müssen jetzt schon ins Ziel damit. Okay. Interessant. Ich weiß noch nicht so genau, was das mit Weitsprüngen zu tun hat, aber das kommt bestimmt noch. What? Das muss ja... Man muss wirklich mit diesem Stern ins Ziel kommen. Aufgepasst. So, jetzt... Ich glaube, wenn ich ganz hoch klettere, dann kann ich ein bisschen mehr Distanz überbrücken. Nee. What? Jona Karl, was tust du mit mir? Komme ich irgendwie schneller von A nach B? Vielleicht einfach direkt, immer wenn ich lande, springen, ne? Ja, ja. Please! Ja, auf die letzte Millisekunde. Okay, ey, das ist eine interessante Challenge gewesen. Ich habe sowas in der Art noch nie gemacht. Und ich meine, wenn das ein bisschen ausgeschmückt hätte und. Es war nicht bad. Es war nicht bad, es war eine Challenge. 2,5 von 5 Sternen. Ich muss dieses Level einfach spielen. Es sieht sehr weird aus. Ich muss wissen, was es ist. Okay, ist es jetzt so ein Pick the Right Path Level? Ich versuche mal ganz nach oben zu kommen. Na, guck mal einfach, was passiert. Ja. Ich meine, was habe ich erwartet? Einen 1,5 von 5 Fragezeichenblöcken weitergehen. 1, 2, 3, go. Das ist fast wie 1, 2, switch. Schauen wir mal. Ein Musiklevel. Der hat das mit Musik getaggt. Okay. Also ich meine, es ist Mucke. In irgendeiner Art und Weise. Aber sehr schräge Mucke und das war's. Ja, ne? Das war Klein Timmy, dem du ein Schlagzeug und eine Trompete gleichzeitig in die Hand gedrückt hast. Weil ich die Musik vielleicht hätte erkennen können, wenn ich das Spiel gekannt hätte oder keine Ahnung. Ich gebe 1 von 5 Trompeten. Level Puzzle. Komm, ein Puzzle-Level? Ah, maybe, maybe. Schauen wir mal, Freunde, was es hier so zum Puzzeln gibt. So, wir brauchen viele Schlüssel auf jeden Fall. Wir brauchen viele Schlüssel. Wir haben die mittlere Röhre genommen. So, oh nein, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich nicht rein. Das war ein Fehler. Ich wollte die Katze mitnehmen. Oh, shit. Ah! Aber warte mal, die führt mich hier hoch. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal gehuckt. So prinzipiell denke ich, bin ich schon so, okay.
Mal gucken, was das Level wird. Ne? Also ich bin noch dabei. So, mit der Katze kommen wir jetzt hier hoch. Hier brauche ich aber auch jetzt einen passenden Schlüssel dafür. Können Schlüssel hier in so Bäumen sein? Ich weiß es gar nicht. Auch hier klettern wir erstmal hoch. So, hier ist auch nochmal was. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Katze dieses ganze Level irgendwie ein bisschen kaputt macht. Kann das sein? Ich düse einfach mal weiter. So, die Dame verfolgt mich. Okay, wir kommen hier rein. Oh, ich glaube, der Kollege wusste nicht, wie fies die Katze ist. Aua. Okay, jetzt habe ich meine Katze verloren. Ich glaube, der Kollege unterschätzt etwas die Macht der Katze. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Aha! Okay, okay, okay. Er will hier auf jeden Fall einen On-Off-Block aktiviert haben. Der hier ist. Okay. Aber auch hier hat er irgendwie nicht dran gedacht, dass man einfach mit einem Wandsprung hier wieder hoch kann. Also, ich bin mir sicher, er hatte einen richtig coolen Weg im Kopf. Er hat sich nur leider nicht viel Mühe gegeben, andere Wege zuzubauen. Da ich prinzipiell, glaube ich, ein bisschen Potenzial in dem Level sehe und ich es einfach nur kaputt gemacht habe und dann kann man es auch nicht ehrlich bewerten, gebe ich 2 von 5 Punpuns. Punpuns, wie auch immer die Dame heißt. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Hier oben, Freunde, ist ein Hardcore 0% Level gewesen, für welches ich über eine Stunde gebraucht habe. Guckt euch das an. Und hier unten verlinke ich euch ein Infovideo, ob Let's Plays bald was kosten. Schaut euch das an. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber das Gesetz, was hier in Kraft tritt, wird trotzdem spannend in Zukunft zu beobachten.